Herzlich willkommen zu dem Erklärvideo von Microsoft Teams. Unter der angezeigten Webseite ist ein Einloggen mit den FH-Daten zu Microsoft Teams möglich. Hierbei gelten die gleichen Anmeldedaten wie beispielsweise am eCampus. In Teams kann das Programm links unten heruntergeladen werden. Nach dem Download erfolgt ein Doppelklick auf die Datei, um die Installation auszuführen und abzuschließen. Sobald das Programm installiert ist, können Sie sich hier wiederum mit Ihren FH-Login-Daten anmelden. Der einfachste Weg, eine Videokonferenz zu planen, ist unter dem Reiter Kalender. Dort kann eine neue Besprechung erstellt werden. Um Teilnehmer zu diesem Meeting hinzuzufügen, ist es notwendig, deren E-Mail-Adresse oder Namen einzugeben. Bei FH-Usern wird bei Eingabe des Namens die E-Mail-Adresse automatisch angezeigt. Durch Absenden der Besprechung erhalten die Teilnehmer eine E-Mail. Um nun weitere Leute einzuladen, kann auch der Link in dieser Besprechung kopiert werden und beispielsweise auf dem eCampus gepostet werden. Bei der Teilnahme an einer Videokonferenz können Einstellungen geändert werden. Beispielsweise der Hintergrund kann unscharf gestellt werden. Aber auch das Mikrofon und die Kamera kann umgestellt werden. Während eines Meetings gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit dem Programm zu arbeiten. So kann beispielsweise eine Aufnahme erfolgen. Hierzu unter Weitere Einstellungen und Aufnahme beginnen. Außerdem kann der Bildschirm geteilt werden. Hier kann gewählt werden, ob nur ein Fenster oder der gesamte Desktop zur Verfügung gestellt werden soll. Microsoft Teams bietet außerdem noch weitere interaktive Möglichkeiten zur Freigabe des Screens an. In dem Besprechungschat können Nachrichten gesendet oder auch Anhänge mitgeteilt werden. In der Teilnehmeransicht können sowohl Rollen vergeben werden, als auch weitere Optionen für die Teilnehmer eingestellt werden. Rollen beeinflussen unter anderem die Möglichkeiten, mit laufenden Präsentationen zu interagieren. Die aufgezeichnete Konferenz ist unter der eingeblendeten Webseite abrufbar. Hier ist man nun mit dem Account eingeloggt, mit welchem man sich auch bei Microsoft Teams angemeldet hat. Unter Meine Inhalte, Videos können die Aufnahmen angesehen werden. Es dauert jedoch ein paar Minuten, abhängig von der Länge der Konferenz, bis das Material zur Verfügung steht. Im Reiter Teams können Teams mit Chat, Dokumenten und Besprechungen erstellt werden. So lassen sich auch größere Studierendengruppen einfach in Besprechungen einbinden. Weiters ist diese Option empfehlenswert, wenn es sich um mehrere Termine mit derselben Gruppe handelt. Beim Anlegen eines Teams kann der Name frei gewählt werden. Es empfiehlt sich allerdings, den Namen der Lehrveranstaltung bzw. der Gruppe zu verwenden. Um die Studierenden zu dieser Gruppe hinzuzufügen, ist die Eingabe eines Verteilers empfohlen. Welcher Verteiler für Ihre Gruppe bzw. Lehrveranstaltung richtig ist, kann im CIS nachgesehen werden. Sowohl unter Mailverteiler, allerdings auch unter den einzelnen Lehrveranstaltungen. Bei Verteilern handelt es sich um E-Mail-Adressen. Diese müssen kopiert und später in das Programm eingefügt werden. In dem nun erstellten Team können Nachrichten geschrieben und Dokumente geteilt werden. Da man hier allerdings keine Benachrichtigungen erhält, solange man nicht angemeldet und aktiv ist, ist die Verwendung des eCampus zu bevorzugen. Für Videokonferenzen eignet es sich allerdings gut, da nun mit der gesamten Gruppe ein Termin erstellt werden kann. Hierfür muss ebenfalls eine neue Besprechung angelegt werden. Ab nun ist der Prozess derselbe, mit Ausnahme, dass statt weiteren Teilnehmern ein Kanal ausgewählt wird. Aufgrund dessen werden dann alle in diesem Kanal benachrichtigt bzw. erhalten eine E-Mail.